herzlich willkommen zurück in der Dunkelheit zu Elex 2. Ich wollte gerade Fallout 76 sagen, das ist aber falsch. Wir sind hier bei Elex 2 unterwegs. Genau, haben wir letztes Mal wieder einen Wüstenteufel gefunden. Und die Frage ist, was wir als nächstes machen. Hier müssen wir im Grunde erstmal warten, bis wir... Naja. Ich habe hier gerade überflogen. Also hier müssen wir warten, bis wir den Point of No Return machen, bis wir Stufe 30 sind und dementsprechend dann auch uns den Klerikern angeschlossen haben. Ich habe gerade hier mal lila, ist das mal hier blau gesehen, dass wir das hier auch wieder zu den Wandlern gehen. Das ist auch wieder eine wunderschöne Sache, die wir machen. Hier am Orkard Nix Bulli haben wir gerade gemacht. Falk wollte ich nochmal gucken, ob der wieder was Schönes für uns hat. Machen wir nochmal ein bisschen die Begleiter weiter. Falk und Fox im Grunde ja auch. Den Nervbolzen. So. Das Crony. Achso, Bulli können wir erstmal wieder hier lassen. Aus wie vielen Männern bestand denn eure Gang? Vier. Wir Wüstenteufel waren zu viert. Okay, zwischenzeitlich gab es noch einen fünften, aber der ist weg. Wie weg? Wo ist er? Einige behaupten, er sei in einen Gleiter der Alps gestiegen und damit abgeschmiert. Andere sagen, er sei mit seinem kleinen Bruder in den Norden gegangen. Keine Ahnung. Er ist weg. Und das war's dann. Der nächste Kern ist jedenfalls der letzte ehemalige Wüstenteufel, dem ich Baxters Passwort flüstern soll. Sein Name ist Ted. Wenn ich ihn gefunden habe, dann gebe ich dir Bescheid. Alles klar. Gut zu wissen. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Hab's kapiert. Sehr gut. Dass wir schon in der Bastion sind. Genau, Falk und Fox würde ich jetzt gerne nochmal ansprechen. Falk steht hier hinten. Wobei, mit Falk hatten wir ja auch gerade erst was gemacht. Mal gucken, ob der wieder bereit ist. Oh, bisschen weit. Wie sieht's aus? Hast du einen neuen Plan? Ja, tatsächlich habe ich den. Gut, dass du danach fragst. Dieses Mal wird es einfacher werden. Wirklich? Dann lass mal hören. Die Jäger Rolf und Balder streiten sich ständig über ihre Jagdreviere. Ich weiß, schlimm die beiden, aber im Grunde harmlos. Ja, und ich werde versuchen, diesen Streit zu schlichten. Das wäre doch eine überaus menschliche Tat, oder? Allein der Versuch wäre es. Das ist schon richtig, aber... Ja, ich weiß. Es ist schon so etwas wie die Königsdisziplin der zwischenmenschlichen Aufgaben. Aber wenn ich es niemals versuche... Verstehe schon. Wie soll das ablaufen? Ich werde mich in den Streit einmischen und die richtigen Worte finden, um das Ganze zu beenden. Und du als mein Mentor wirst mich zu ihnen führen. Ohne deine Aufsicht habe ich viel weniger Chancen auf Erfolg. In Ordnung. Für mich klingt das erst einmal nach einer einfachen Aufgabe. Dann abgemacht. Führe mich zu ihnen. Gut, machen wir. Oh, er sollte aber mitkommen. Ha, Falk. Nein. Mitkommen. So, Falk schließt sich uns an. Wir gucken ins Log. Menschsein, Streit schlichten. Auf der Karte markieren. Da hinten sind die. So, nimm mal, würde ich sagen. Es ist schon sehr lustig. Hui. Hör mal, du Flachzange. Warst du das? Bitte was? Na, die Flusskriecher unterhalb der Bastion. Ja, richtig. Das waren, die... Was fällt dir ein? Das ist mein Jagdrevier. Also kümmere dich in Zukunft gefälligst um deinen eigenen Mist, verstanden? Nicht zu fassen, diese verkackten Amateure.
So, wir sind da. Und wie zufrieden bist du mit deinen letzten Bemühungen, menschlicher zu werden? Nun, bisher hatten die Leute meist nur ein müdes Lächeln für meine Aktionen übrig, oder es gab Ärger. Menschen eben, hm? Du sagst es. Eure Spezies ist sehr kompliziert. Wie auch immer. Ich bin noch nicht am Ende meiner Möglichkeiten. Du wirst schon sehen. Okay, aber das hier war es jetzt ja noch nicht. Ich glaube, wir müssen nochmal mit ihm sprechen. Verdammt nochmal! Was willst du denn jetzt? Also, ich höre, dass sich die Gemüter sehr erhitzt haben bei eurer lebhaften Diskussion. Ich hätte da ein oder zwei Lösungsansätze anzubieten. Was? Hey, hör mal. Ich schätze, du meinst es gut, aber besser du hältst dich da raus. Nun, es ist doch ganz offenkundig, dass ihr euch in einer Art Pattsituation befindet. Also, so wie ich das sehe, gibt es nur eine Möglichkeit. Was hast du gesagt? Ich geb dir gleich Pattsituation. Jetzt bleib mal bei der Sache. Was mischt sich dieser Wicht hier ein? Oh, ich komme besser später noch einmal wieder. Die Sache ist noch nicht geklärt. Okay. Ziemlich durchwachsenes Ergebnis, würde ich sagen. Hm? Ich nenne das Startschwierigkeiten. Wie gesagt, ich bin mir darüber im Klaren, dass mein Unterfangen nicht einfach wird. Wahre Menschlichkeit bekommt man ja in der Regel verliehen und muss sie sich nicht erarbeiten. Ah, wenn du dich da mal nicht täuschst. Nur ein Mensch zu sein, reicht bei vielen nicht aus, um menschlich zu sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das ist sehr ermutigend. Vielen Dank. Mehr Glück also beim nächsten Versuch. Frage mich am besten später noch einmal danach, wenn ich meine Daten ausgewertet habe. Ich brauche... Okay, dann kann er wieder zurück zur Bastion gehen. Dann also als nächstes Fox. Den haben wir auch hier einmal geradezu. Ja. Das war jetzt nicht so die Zeitersparnis. Hulk ist fast genauso schnell wie wir. Achso, das. Sup. Da ist er doch auch schon. Hey! Und, wie sieht's bei dir aus? Hast du dir Gedanken gemacht? Ja, tatsächlich. Das habe ich. Und mir ist da eine geniale Idee gekommen. Ach ja? Ja, mir ist brühwarm eingefallen, dass einer meiner Freunde von ein paar ganz üblen Typen zusammengeschlagen wurde. Ich würde diesen Typen zu gerne die Beichte abnehmen. Wie soll ich dir dabei helfen, dich im Fort wieder zu rehabilitieren? Sie haben einen Berserker aus dem Fort verhauen. Wenn der hört, dass ich ihn gerecht habe. Wer genau? Das klären wir später. Du willst also, dass ich mich an einer Prügelei mit ein paar Schlägern der Outlaws beteilige? Ehrlich, das sind echt ganz üble Typen, sag ich dir. Das sagtest du bereits. Alles klar. Ich wollte nur sicher gehen, dass es deine Lausche auch erreicht hat. Dann mal los. Na schön, wir schauen uns deine Schläger mal an. Sehr gut. Aber wie ich schon erwähnte... Sind es ganz üble Typen, schon klar. Ganz genau. Da hinten sind sie. Junge, wenn die wüssten, was jetzt auf sie zukommt. Langsam, du bleibst hinter mir und hältst erstmal die Klappe, okay? Klar, Chef. Alles, was du sagst, Chef. Na schön. Dann ist das eben so. Allerdings glaube ich nicht, dass diese Typen mit sich verhandeln lassen. Wir werden sehen. Ich hab dich gewarnt. Dann mal los. Achso, die sind jetzt im Kampfmodus, mein Kopf. Weil wir jetzt gegen den Fluss, gegen den Schneewandler kämpfen. Diese Scheißinfektion. Ich sollte meinen Geist trainieren. Würden die auch gleich auf uns gehen oder werden wir jetzt mit dem Schneewandler helfen?
Mal gucken, ob sie dann gleich in den Rücken fallen. Oh, jetzt habe ich den gehauen. Ich wollte mit euch reden. Okay, klappt nicht. Dann müssen wir sie wohl hauen. Wobei, ist nur er? Die Leute der alten Welt hatten ja auch mal eine Menge Spaß. Wir reden mal mit denen. Hast du deine Waffen bereit, falls es gleich losgeht? Ja, wir haben ja keine Sorgen. Schon sehr beruhigend. Hey, was wird denn das, wenn's fertig ist? Ich habe nur zwei deiner Leute getötet. Kurze Frage. Wart ihr die letzten Wochen mal im Fort der Berserker? Was? Du willst wissen, ob wir zu dem zurückgelassenen Pakt da in Tavar gehören? Wie kommst du denn auf so ein schmales Brett, Freundchen? Wir sind Outlaws aus dem Krater. Der Kerl hier neben mir behauptet, ihr hättet seinen Kumpel verprügelt. Was denn? Fox? Ja, den Kerl kennen wir. Aber es war nicht sein Kumpel. Das war er selbst, Freundchen. Ach was. Ja, der Hurensohn hat versucht, unsere Taschen zu leeren. Und als ich ihn dabei erwischt habe, wollte er noch abhauen. Echt? So war das? Irgendwie ist mir das wohl entfallen. Wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Das weiß ich auch nicht. Aber was ich weiß ist, dass du jetzt ein Problem hast. So. Wenn du mit diesem Kerl unter einer Decke steckst, dann gibst du als Outlaw keine besonders gute Figur ab. Und darum werde ich dich jetzt von deinem Leid erlösen. Wenn es sein muss? Ich fürchte ja. Dir bricht... Noch kein Outlaw. Wie kommt ihr denn darauf, dass ich kein Outlaw bin? Aua. Der haut aber gut zu. Die hauen alle gut zu. Achso, jetzt sollte vielleicht nochmal. Er blockt mich. Jetzt blockt er. Aber jetzt muss ich auch hier mal wieder ein bisschen Leben holen. Die machen echt ordentlich Schaden. Wahnsinn. Nicht gedacht, dass die hier so doll zuhauen. So, zwei noch. Wo auch immer die sind, da hinten ist doch der Schläger wieder. Aber ich weiß immer noch nicht, warum man Fox eigentlich als Begleiter haben will. Also, es ist ja echt einer, auf den man sehr gut verzichten könnte. Okay, ich hatte eigentlich die Blocktaste gedrückt. Schade. Vielleicht zu wenig Ausdauer gehabt. Das ist ja ein Ding, was? Die Jungs kannten dich offensichtlich. Kann schon sein. Und wann wolltest du mir erzählen, dass du der Kumpel warst, den sie verprügelt haben? Ist halt schon eine Weile her. Ich hab da bestimmt was verwechselt. Naja. Deine üblen Typen sind Geschichte. Sie werden wohl niemanden mehr von dieser Prügelei im Fort erzählen können. Na, sowas aber auch. Ich hoffe, so ein Unsinn wiederholt sich jetzt nicht ständig. Nein, nein. Was das angeht, bin ich jetzt geheilt. Ach ja? Ich habe langsam den Eindruck, du hast nicht wirklich vor, dich im Fort zu rehabilitieren. Doch, doch. Nur ging bisher noch keiner meiner Pläne auf. Ja, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Ich weiß, ich lasse mir für das nächste Mal etwas ganz Besonderes einfallen. Ich werde es wohl kaum verhindern können. Hey, etwas mehr Zuversicht, hm? Vielleicht brauche ich noch eine Weile, aber ich krieg das hin. Wirst schon sehen. Ich bleib dabei. Warum sollten wir den eigentlich im Vorhaben wollen? Okay, dann nehmen wir uns ja immer das ganze Zeug wieder mit. Noch unseren Elex-Vorrat wieder auffüllen.
Auch interessant, dass wir zwei von denen hatten wir ja schon dann vorher erledigt. Darauf ist er nicht eingegangen. Ein bisschen Essen kriegen wir hier auf jeden Fall mit. Und ein weiteres Kartenstück. Nummer 14. Ich glaube, in 1 konnte man auch Kartenstücke sammeln, wenn mich nicht alles täuscht. Ist dann aber auch wieder etwas, ja, wenn man welche findet, ist nett, aber ist jetzt nichts, was wir groß verfolgen werden. Aber das lohnt sich schon, hier gegen die zu kämpfen. Ja, bei den anderen bestimmt auch so gewesen. Einmal hier alles einsacken. Kochen können wir auch nochmal, auch wenn wir es ja wirklich nicht wirklich groß benutzen. Ich frage mich schon, wie viel wir da jetzt insgesamt schon haben. An Essen. Das sind ja dann doch eher die Tränke, die wir dann im Kampf benutzen. Einfach, weil sie effizienter sind. Na schön, dann hätten wir das auch. Oh, was ist da? Speichern wir lieber nochmal ab. Und gucken uns mal an, was denn da jetzt gegen uns kämpfen möchte. Eine alte Schneeklaue. Süß. Nehmen wir mit. Okay, dann gehen wir einmal wieder zurück zum Lager. Wir kommen Stufe 26 auch wieder ein bisschen näher. Und zum Lager, das ist hier im Grünen, dort Bastion. Fox darf wieder hier bleiben. Und wir suchen Macrony. Da ist er schon. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Lass uns mit So, das ist jetzt nicht sonderlich aufregend. Halt. Mitkommen. Und in der... So. Genau. In der nächsten Folge werden wir dann uns um die Wandler kümmern. Oder um den ersten Wandler kümmern. Schauen wir mal. Wo sind die eigentlich? Da hinten ist einer. Hier ist einer. Wir werden ein bisschen laufen müssen. Da ist der Eingang für Allfahrer. Okay, da ist ein Eingang. Es ist aber nett, dass sie die Eingänge markieren. Eingang Zentralrechner. Ja, das scheint dann schon eher eine längere Sache zu sein. Müssen wir mal gucken, welchen wir nehmen. Man kann bestimmt alle machen. Man kann aber bestimmt auch... Oh, das könnte interessant sein. Sicherlich, also 2 reichen ja. Wir gucken mal, was wir machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.